Jubiläumsjahr Richard Wagners ist es gar nicht so einfach, an die Wirkungsstätten des großen Komponisten der Stadt zu gelangen. Meist steht man vor verschlossenen Türen, wie hier an seinem Wohnhaus der Villa Wahnfried. Hier wird jedoch nicht nur renoviert, wie am markgräflichen Opernhaus oder an der Fassade des Festspielhauses. Nein, hier wird sogar aus- und neu gebaut, wie dem auch sei. All diese Stätten sind momentan geschlossen, aber wir haben ja noch so einiges im Archiv, also können wir sie mitnehmen auf eine Reise durch das aufregende Leben von Richard Wagner. Und Reiseführer ist kein geringerer als der große Komponist höchstpersönlich. Als Richard Wagner im April 1871 nach Bayreuth kommt, ist er bereits ein berühmter Komponist. Er sucht für sein Monumentalwerk Der Ring des Nibelungen einen geeigneten Aufführungsort. Im markgräflichen Opernhaus hofft er ihn zu finden. Also damals hat das markgräfliche Opernhaus die größte Bühne Deutschlands, nämlich mit nur 27 Meter Tiefe. Und deswegen bin ich auch aufmerksam geworden hier auf das Haus. Aber das war, wie gesagt, immer noch zu klein für mich. Und vor allem das Orchester hatte keinen Platz. Und es gab Logen in dem Haus und war so prunkverziert und alles. Ist vergolden. Das war gar nicht mein Sinn und mein Gedanke war Festspiele, die ich dann nämlich hatte. Deswegen konnte ich mit diesem Haus, so schön wie es war, überhaupt nichts anfangen. Doch trotz dieser Enttäuschung kehrt Richard Wagner zurück. Er sucht für seine Werke eine Festspielstadt und Bayreuth scheint geradezu ideal zu sein. Ich habe mich ja in Bayreuth verliebt. Und Bankier Feustel und damals der Bürgermeister Munker haben mir oben hier am grünen Hügel dieses Grundstück kostenlos vermacht. Da musste ich natürlich ja sagen. Und so konnte ich mit Hilfen der beiden und König Ludwig II. Mit viel Geld dieses Festspielhaus bauen. Grundsteinlegung ist bereits 1872, das Jahr, in dem Richard Wagner mit seiner Ehefrau Cosima und den Kindern nach Bayreuth zieht. Im markgräflichen Opernhaus habe ich zur Grundsteinlegung vom Festspielhaus die 9. Sinfonie Beethovens gespielt. Und ich war so in Ekstase und so in voller Freude auf mein Festspielhaus, dass ich ein Stuhlbein genommen habe, abgerissen habe und mit diesem Stuhlbein in Ekstase weiter dirigiert habe. Ich habe mich so auf meine Festspiele gefreut. 3 Jahre später ist das Festspielhaus so weit fertiggestellt, dass die Vorproben beginnen können. Richard Wagner ist es gelungen, die für seine Werke perfekte Aufführungsstätte zu errichten. Wenn Sie sich beispielsweise das markgräfliche Opernhaus angucken, ein idealtypisches Barocktheater, ja, wenn man da in der Loge sitzt, dann sieht man vorzugsweise sein Gegenüber oder den Fürsten in der Fürstenloge. Aber wenn man auf die Bühne gucken will, muss man ordentlich den Hals verdrehen. Das ist eben im Festspielhaus völlig anders. Jeder Platz im amphitheatralischen Zuschauerraum genau auf die Bühnenmitte, auf das eigentliche Geschehen hin ausgerichtet, der verdeckte Orchestergraben, sodass eben die Illusion der Bühne nicht durch die Arbeit des Orchesters gestört wird. Es war in erster Linie zunächst einmal nur ein Sichtschutz, dass man das Orchester eben nicht sehen kann. Dass es darüber hinaus auch noch einen hochspannenden akustischen Effekt hatte, das hat man natürlich dann erst bei den Proben 1876 feststellen können. Die weltweit gerühmte Akustik des Hauses ist nicht nur dem verdeckten Orchestergraben zu verdanken, sondern auch der spartanischen Einrichtung. Kein Plüsch, kein Teppich, Holz, wo das Auge hinblickt. Kaum vorstellbar, aber die Originalstühle sollen noch härter und unbequemer gewesen sein. Da wird schon so mancher Festspielbesucher seine ganz persönliche Götterdämmerung erlebt haben. Der fliegende Holländer, nur einer von vielen Opernerfolgen, die Richard Wagner feiern kann. Dafür wird er auch von Künstlerkollegen wie etwa Franz Liszt gelobt und bewundert. Im Bayreuther Franz Liszt Museum steht nicht nur der Richard Wagner Flügel, sondern es sind auch zahlreiche Exponate zu sehen, die Einblicke in Leben, Wirken und Wesen der beiden großen Künstler geben. Wagner war absolut kein Wunderkind, ganz anders als Mozart oder auch als Franz Liszt, ja, der schon mit 11 Jahren konzertiert hat und aufgetreten ist als Pianist. Bei Richard Wagner wusste man eigentlich lange Zeit gar nicht so genau, was aus dem eigentlich werden sollte, zumal der auch kein besonders guter Schüler war, auch nie einen vernünftigen Schulabschluss gemacht hat. Er war ein Träumer, er war ein Dilettant im besten Sinne, der sich wahnsinnig viel selbst beigebracht hat und der ursprünglich eigentlich Dichter werden wollte, Dramatiker werden wollte und der das Komponieren nur gelernt hat, um seine Dramen, allen voran Leubald und Adelaidis, mit 16 geschrieben hat, ja, effektvoller zu machen. Und Richard Wagner erlernt das Komponieren in Rekordzeit. Seine Auffassungsgabe ist enorm. Das Klavierspiel allerdings ist und bleibt Mittel zum Zweck. Ja.
Herrlich, herrlich. Da kommen richtig Erinnerungen hoch. Hier im Steingräberpalais am Franz Liszt Flügel. Ja, Franz Liszt, ein großer Klaviervirtuose, großer Gönner und späterer Schwiegervater von mir. Ja, er war der bessere Klaviervirtuose. Aber ich, der bessere Komponist. Mit aller Bescheidenheit. Zunächst bewundern sich die beiden berühmten Künstler des 19. Jahrhunderts. Franz Liszt fördert den um 2 Jahre jüngeren Kollegen ideell und vor allem finanziell. Doch als dieser ein Auge auf Liszts verheiratete Tochter Cosima wirft, kühlt das Verhältnis ab. 11 Jahre herrscht Funkstille, doch dann bei der Festspielpremiere 1876 folgt die Aussöhnung. Wenn man sich anguckt, wie diese Beziehung sich entwickelt hat, dann ist da natürlich auch Neid und gibt es auch Schuldgefühle irgendwann. Und das ist eben ein sehr komplexes psychologisches Verhältnis, was bei so zwei genialen Menschen wie Liszt und Wagner gewesen sind, wenn da so zwei Riesenbrocken aufeinander krachen, ja, da spritzen halt mal die Funken. Bei allen Konflikten um sein Festspielhaus hat Franz Liszt seinen Schwiegersohn beneidet. Höhlmann Fliesen und Natursteine hat neue Ideen für Sie. Großflächige Feinsteinzeugplatten für Böden und Wände, federleicht und ganz einfach zu verlegen. Höhlmann, schon immer der Fliesen- und Natursteinspezialist in Oberkotzau bei Hof und Bindlacher Berg. www.pöhlmann.de. Wir sehen uns. Tom ist nur einer von vielen Managern, die unablässig zwischen verschiedenen Teilen der Welt unterwegs sind, die gar nicht mehr wissen, ob das, was sie aushandeln, tatsächlich ihr Leben ist oder ein Film, in dem sie sich selbst spielen. Ich checke ein. Electronic City. Jetzt in ihrem ETH Hoffmann Theater. Franken bietet viel Bewegung. Franken bietet viel gute Laune. Franken hat viele schöne Ecken. Franken bietet viel Abwechslung. Aber nur ein Frankenbrunnen. Unser Franken. Unser Brunnen. Das etwas andere Hotel in Kronach. Grenzenlos. Wunderwelt aus Wald und Schnee. Freizeitspaß für die ganze Familie im Urlaubsparadies Bayerischer Wald, der Familienwald. Mehr dazu finden Sie auf bayerischer-wald.de. Grenzenlos. Der Bayerische Wald und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Der Stammtisch für die ganze Familie. Wenn Handwerk auf Design trifft. Wohlfühlen am Tag und auch in der Nacht. Schlafen wie im 7. Himmel. Elegant zum kleinen Preis im Cindy Möbel Discount. Homa in Hofmuschendorf. Richard Wagner und die Frauen, ein unerschöpfliches Thema. Findet der große Komponist neben seiner regen künstlerischen Arbeit doch immer wieder Zeit für die holde Weiblichkeit. Ob jung, ob alt, sie alle erliegen seinem Charme. Verheiratet ist Richard Wagner 2-mal. Bereits mit 23 ehelicht er die Schauspielerin Minna Planer. Die Ehe hält immerhin 30 Jahre. 1870 heiratet er die um 24 Jahre jüngere Cosima, Franz Liszts Tochter. Treu ist Richard Wagner beiden Frauen nicht. Die Frauen ist ja wirklich ein wunderbares Thema bei mir, ein wichtiges. Ne? Ich war zwar 2-mal bloß verheiratet, aber ich war in schweren Nöten. Ne? Also muss ich schon wirklich zugeben, also gerade meine erste Frau, die Minna, habe ich ja auch oft betrogen, ne? Also schon während der Ehe. Also da gibt es ganz viele Verstrickungen mit Hans von Bülow, mit der Tochter, ne?
Franz Liszt, Tochter Cosima Wagner. Also ich war in schweren Nöten. Mathilde Wesendonck ist auch noch so ein Name. Für die habe ich ja sogar ihre Gedichte vertont. Ne? Also ich hatte viele Liebschaften. Also ein paar Opernsängerinnen waren dabei. Ne? Aber das darf ich ja der Cosima und der Minna nicht sagen. Ne? Also bitte unter uns lassen. Ne? Neben Opernsängerinnen gibt es auch viele adelige Damen, die dem großherzigen Komponisten immer wieder Geld zustecken. Aber was hat dieser Mann an sich, dass ihm so viele Menschen verfallen? Wagner hatte offenbar ein unglaubliches Charisma. Er war energiegeladen, er hat dauernd geredet, quecksilbrig, das beschreiben die Zeitgenossen. Natürlich immer nur von sich selber und über sich selber. Wenn Wagner im Raum war, war natürlich Wagner das Thema. Er war ein absoluter Monomane. Er konnte sehr streng sein, sehr klar und in dem, was er wollte, aber auch unglaublich liebenswürdig. Das wird immer wieder gezeigt, auch in den Quellen wird das ganz deutlich, dass er sehr herzlich seinen Mitmenschen gegenüber sein konnte, wenn er wollte. Und das hat viele doch sehr für ihn eingenommen. Doch nicht nur die Damenwelt ist verrückt nach Richard Wagner. Selbst ein König schwärmt für ihn. Also König Ludwig spielte eine riesengroße Rolle. Ne? Also er war ja neben Franz Liszt auch ein großer Gönner von mir. Also wir haben wunderbare Briefwechsel, wo wir uns gegenseitig richtig verehren. Also er, so wie ich auch. Ne? Also er war ein bisschen jünger, ja, aber er hat mir richtig viel Kohle vermacht. Nicht nur für Haus Wahnfried, auch fürs Festspielhaus. Die Leitung des Festspielhauses übernimmt nach Wagners Tod seine Frau Cosima. Sie überlebt ihren Mann um 47 Jahre. Der Liebe ihres Lebens bleibt sie treu bis in den Tod. Am Rande des Bayreuther Hofgartens steht sie, Villa Wahnfried. Dort, wo des Komponisten Wähnen Frieden fand, wird Richard Wagner mit immerhin 61 Jahren endlich sesshaft. Hier lebt er mit seiner Frau Cosima und den Kindern, vollendet sein Lebenswerk den Ring des Nibelungen und komponiert den Parsifal. Es war natürlich der Ort, wo er seinen Altersruhesitz gefunden hat, von wo aus er sein Lebenstraum, nämlich ein eigenes Theater, eigene Festspiele zu realisieren, verfolgt hat. Es war auch das erste wirklich eigene Wohnhaus. Man glaubt es kaum, aber es war das erste Wohnhaus, was Wagner selbst gehört hat. Wenngleich es natürlich mit dem Geld König Ludwigs II. Gebaut worden ist, aber es gehörte ihm. Und es war der Ort, wo er mit seiner Familie wirklich seinen Hafen gefunden hat. Doch jetzt ist hier Baustelle. Villa Wahnfried wird komplett saniert. Von der einstigen Wohn- und Schaffensstätte Richard Wagners stehen nur noch die Außenmauern. Oh mei, ne sag mal, was ist denn hier los? Also wenn ich nicht schon tot wäre, dann würde mich der Schlag treffen. Haus Wahnfried, ich hätte es doch lieber Ergersheim nennen sollen wie damals. Das ist genauso wie jetzt auch. Mit den Handwerkern war alles nichts, war kaum Kohle da, aber da hätte ich auch hier bleiben können. Mein Wohnhaus. Ach, herrlich, herrlich. Richard Wagner liebt sein Haus so sehr, dass er sogar dort begraben sein möchte. Er wollte eben auch, und das zeigt auch seine Beziehung zu Wahnfried, eben dort bleiben. Nicht wie andere anständige Menschen im Bayreuther Stadtfriedhof beigesetzt werden, wie unter anderem ja auch Jean-Paul und Franz Liszt im Bayreuther Stadtfriedhof beigesetzt sind, sondern im Park seines Hauses Wahnfried. Diesem Wunsch hat man natürlich, muss man sagen, entsprochen, obwohl es nicht der Friedhofsordnung entspricht. Aber wie heißt es in den Meistersingern, eine gute Regel ist die, die auch mal eine Ausnahme verträgt. Ja? Und hier hat man eben diese Ausnahme gemacht. Und in der Tat, es ist denn doch ein sehr schlichtes Grab. Auch das ist natürlich eine Form von Eitelkeit, weil er natürlich gesagt hat, jeder muss wissen, wer hier liegt. Und jetzt bin ich hier direkt hinter der Villa Wahnfried an meinem Grab. Herrlich. Es ist ein kleines Geheimnis, was sich hier verbirgt. Es ist nämlich der Bühne des Festspielhauses nachempfunden. Es geht ein bisschen schräg nach hinten und an den Rändern die Büsche und die Bäume symbolisieren die Grenze wie auf der Bühne. Ach, ja, so habe ich mir schon zu Lebzeiten ein kleines Denkmal bauen lassen. Und ganz in der Nähe von dem Grab, da wacht mein Russ, mein schwarzer Neufundländler. Ich habe Hunde sehr geliebt. Und nach meinem Ableben soll er auch ein bisschen auf mich wachen. Aber jetzt habe ich wirklich genug geredet. Na? Die Cosima wartet. Gehabt euch wohl.
Es gäbe noch so vieles zu erzählen aus dem Leben Richard Wagners, allein die Zeit reicht nicht. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie das ein oder andere Neue heute erfahren konnten. Bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, vielleicht mit Richard Wagner.